Ein zweiter nennenswerter Versuch. Rockenbach da Silva und Wolf. Braunschweigs Abwehrspieler aber sehr kompakt. Erfurter mit Kopfballgewinnen im Mittelfeld. Mehr Esprit, mehr Ideen, mehr Laufbereitschaft. Rockenbach und Wolf. In der Zeitlupe schön zu sehen, der Trick von Rockenbach da Silva gegen Henn. Einen aus der Abwehrkette und den Raumgewinn nutzt der Brasilianer zu Schnetzler wie beim 1:1. Diesmal Kopfballstaffette Holst, Rockenbach, da Silva, 2:2. Klasse gemacht in dieser Situation. Ein Punktgewinn der Moral für Rot-Weiß gegen einen starken Gegner. Wir waren bis jetzt Tabellenführer und wir haben die ganze Druck auf uns. Und Braunschweig ist hierher gekommen ohne Druck. Also das war ganz schwer für uns, mit dem Druck hinzugehen. Aber auf jeden Fall haben wir geschafft, einen Punkt zu holen. Das können wir damit leben. Und Kollege echt mit Gelb geahndet wird. Gräfe hat die Partie gut im Griff. Aber bei der ein oder anderen Abseitsstellung, da wirken sie fehlerhaft, die Referees aus Berlin. Bunyaku, Rockenbach, da Silva, ein Tor! 1:0 Rot-Weiß Erfurt. Der Brasilianer Rockenbach da Silva. Fast hat er den Ball hineingestreichelt in die Maschen und Mali bezwungen. Nach so kurzer Zeit bereits die Führung und Jubel im Steigerwaldstadion. Vorarbeit Bunyaku. Und es ist überraschend mit anzusehen, wie viel Platz er da hat. Wie einfach es ist, sich gegen Neppe durchzusetzen. Und auch Rockenbach, das Silva, Mutterseelen allein. Und das nutzt der Brasilianer aus. Hier die Vorarbeit von Bunyaku, dem Schweizer. Da steht ja unser Kameramann näher zu dem Spieler als die Abwehrrecken des paar Unkonzentriertheiten. In einem aber starken Spiel. Rockenbach, das Silva. Brückner auf und davon. Schaut, wo spielt er hin? Zu Rockenbach da Silva. 2:0. So ähnlich fiel auch der erste Treffer. Wieder der Brasilianer. Wieder streichelt er das Leder in die Maschen hinein. Ein toller Angriff. Herrlich gemacht. Und fantastisch abgeschlossen. Auch mit ein wenig Glück. Mali war ja noch dran. Aber ähnlich wie beim 1:0 hat auch der Vorbereiter, in diesem Fall Brückner, viel, viel Platz. Und das nutzt Rot-Weiß Erfurt weidlich aus. Im Abwehrverbund eine durchaus enttäuschende Vorstellung des Tabellenführers, die ja bisher alle Auswärtsspiele gewonnen hatten.